Jetzt kommen wir zum S&P 500 COT. Das ist das Chart 1911. Schlusskurs ADX hat DE minus, hat den AD plus gekreuzt. Auch selbst den ADX über 20, was eigentlich ein das stärkeres bärisches Signal wäre. Also der Abwärtstrend ist jetzt am Laufen im Weekly. Ja. Und hier ganz kurz die Slow Stochastic natürlich auch im bärischen Bereich. Geht jetzt aus dem Überverkauften, korrigiert sich hier bei 60. Ja. Und jetzt, was hat Big Money gemacht? Ja. Und das ist der alte Report. Und das ist der neue Report, wie wir auch das diskutiert haben. Dealer Intermediary, Asset Manager, Leverage Funds, Other Reports. Und hier haben wir gesagt, Commercial, Small Spec und Large Spec. Ja. Aber wie gesagt, wir haben ja gesagt, Commercials, wer sind die Commercials jetzt hier im Markt? Ja. Das ist, wie gesagt, sagt mir jetzt in dem Fall so nichts aus. Ja. Sondern wir schauen uns jetzt mal an, nochmal zum Trainieren, wie die Sell Side of the Market reagiert. Das heißt, die bauen ihre Short-Position aus. Was passiert mit dem Preis? Er steigt. Hier, die Leverage Funds bauen ihre, sag ich mal, auch net Short-Position ein bisschen aus, gehen aber nie richtig long. Ja. Der einzige, wer long ist, sind die Asset Manager. Ja. Bleiben immer long. Und hier sehen wir zum Beispiel schon so einen kleinen Move, dass diese Short-Position von der Sell-Side nach oben geht. Das heißt, der Markt, wenn man diesen Move jetzt Woche für Woche verfolgt hätte, dass die immer mehr ein bisschen abbauen, seit hier eigentlich, das war diese Bewegung. Ja, versteht ihr? Diese Bewegung war das. Und die haben natürlich jetzt hier auch nochmal ein bisschen hier die Leverage Funds ein bisschen abgebaut. Ja. Und hier sogar noch, jetzt haben schon am Ende des Jahres hier, wie gesagt, die Asset Manager auch die Long-Position eben abgebaut. Und dann kam jetzt alles zusammen. Ja. Die sind mehr Net Short, die Net Short und die Sell Side hat jetzt hier gekreuzt. Das heißt, wenn die Sell Side Net Long ist, geht der Markt runter. Und das Schöne ist, was man hier sehen kann. Man hätte jetzt, wenn man jetzt nur das Chart sieht, das ist jetzt unser Edge, die wir jetzt kriegen durch diesen Report. Ja, schaut euch das mal an. Das steht auch in keinem Chart-Tool, sondern diese Konstellation ist hochinteressant. The sell side of the market bleibt net long. Obwohl, das ist eine Divergenz wieder, das muss man halt eben trainieren. Obwohl wir hier trotzdem nochmal, sagen wir mal, war doch ordentlich, gell? 150 Punkte, glaube ich, ne? Plus minus. Lass es 150 Punkte sein. Hochgekommen sind, haben aber trotzdem the sell side of the market. Ja? Hätte bei dieser Bewegung, ja, wenn wir jetzt bullish wären, müssten schnell ihre Long abbauen und müssten wieder in den Short-Bereich. Wie hier. Versteht ihr? Versteht ihr das? Guck mal, hier, die müssen mehr Short sein. Was passiert mit dem Preis? Er geht hoch. Hier wäre das ein gesunder Markt, in Anführungszeichen, noch gesund. Okay? Ein Bullenmarkt. Und wir kommen jetzt in einen Bärenmarkt höchstwahrscheinlich. Ja? Und das ist jetzt auch der Grund, warum die Sell-Side, die vielleicht etwas, wie gesagt, mehr Kenntnisse haben als wir, es ist nicht für nötig gehalten hat, hier die Long-Position, weil die wussten, dass es das höchstwahrscheinlich nur eine kleine Korrektur ist und dann nochmal runtergeht. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass wir tiefer landen, ist da. Weil jetzt, wie gesagt, sie schon langsam wieder abbauen, aber hier wieder ins Plus gekommen sind. Ja? Deswegen, das ist wieder bärisch. Das heißt, die gehen wieder long. Und wenn die jetzt nächste Woche, könnt ihr ja schauen jetzt, wenn ihr jetzt das Video sieht, Montag, Dienstag, könnt ihr ja am Freitag schauen, wenn die Dealer Intermediate noch mehr long, oder sind ja knapp bei null, also sag ich mal, entweder höher als, also praktisch höher als heute sind, also vielleicht im Nullbereich oder im Long-Bereich sind, also sind ganz knapp bei null. Und je nachdem, wenn ihr hier nochmal
nach oben geht, könnte das eine Seitwärtsbewegung sein, wenn es hier, wenn die gleichzeitig hier noch nach oben gehen. Und die, das wird dann so eine Mischzone sein. Mich interessiert vor allem, wenn die wieder anfangen, long zu gehen, ist es für mich wieder ein fallender Markt. So wie hier. Das wird dann hier die zweite Variante. Das heißt, wenn die hier oben sind, weil die müssen, ne, immer net short sein, damit wir im Bärenmarkt natürlich, ja, weil die sichern sich ja hier ab. Aber das Szenario ändert sich jetzt hier, wie man schön sieht. Und das passt natürlich auch charttechnisch. Und wie ihr seht, schaut mal, dieses Crossing, ja, haben diese Bewegung hier gemacht. Ja, das heißt, dieses Crossing ist hier. Ja, und ja, kurz kann man nicht so klar erkennen. Gut, machen wir vielleicht beim anderen Beispiel mal mehr. Ich hoffe, dass das ein bisschen klarer ist. Das heißt, ich schaue mir diesen alten Report, wo ist er denn, hier eigentlich schon gar nicht mehr an, weil der mir gar nicht mehr so viel aussagt. Der sagt mir nicht viel aus. Das sagt viel mehr aus. Weißt? Deswegen wollen die auch nicht, das habe ich in meinem Report, ja, bitte unbedingt den Report, wenn noch nicht geschehen, das Video anschauen. Deswegen wollte auch diese Commission, diese Futures Commission, nicht, dass dies, ja, die wollten es, diese BIS, also Bank of Internal Settlement, glaube ich, oder, wollten nicht, dass diese Swap-Dealer-Bereiche in diesen neuen Report, also diese Dealer-Intermediary, sind ja auch Swaps drin, ja, aufgelistet werden, damit man das sieht. Das wäre unsichtbar gewesen hier, dieser Bereich. Und wir haben ja gesagt, da werden ja die viele Billionen verwaltet von diesen Burschen. Ja? So. Das heißt, wir schauen ganz genau, wie die sich positionieren hauptsächlich. Und vielleicht natürlich die Leverage Funds.